Willkommen in der Sentinel Bay. Ex-Transports sind dafür bekannt, dass sie auch mal außergewöhnliche Charaktere machen, was ich grundsätzlich sehr zu schätzen weiß. Deswegen haben sie vor einiger Zeit angefangen mit den Omnibots, ein Trio, was ja nicht mal im Cartoon vorkam, also durchaus schon was Spezielles ist. Der letzte Release ist aber wirklich über ein Jahr her. Jetzt gibt's endlich den zweiten und ich bin gespannt, was er so kann. Wir schauen auf den Ex-Transports Yaguchi. Yaguchi kommt X-Transports typisch im Alt-Mode. Wir kriegen einmal hier diese Sammelkarte als Zubehör, schöner, stabiler Kunststoff. Ne, das Artwork vorne drauf, Textbacks hinten drauf, mit ein bisschen Biografie, wie wir das von X-Transports gewohnt sind. Und ansonsten sieht das erstmal nach wenig Zubehör aus. Das liegt aber daran, dass das ganze Zubehör hier 100% integriert ist. Wobei, richtiges Zubehör im Sinne von Einzelteilen ist es tatsächlich nur die eine Waffe. Die ist hier oben in dieser Dachluke versteckt, was ich ziemlich cool finde. Die macht man hier einfach auf. Und da kann man die hier rausziehen. Ne, Dachluke wieder zu. Und dann klappt man das Ding einmal hier auseinander. Und dann haben wir hier diese kleine, verchromte Pistole. Nichts Weltbewegendes. Das ist auch tatsächlich die einzige Waffe, die er so dabei hat. Er hat aber noch eine ganze Menge an Arsenal am Bot selber dran. Von daher passt das soweit erstmal. Und ja, der Old Mode ist cool, wie eigentlich bei X-Transports üblich. Wir haben ein realistisches Fahrzeug, einen wunderschönen, das ist ein Toyota Celica, wenn ich das recht entsinne. Und wieder mit schönen realistischen Details. Ne? Wir haben die ganze Lackierung hier vorne drauf. Sogar das Mazda-Logo ist hier entsprechend zumindest schon mal angedeutet. Der Grill ist hier schön modelliert und so. Das ist schön. Wir haben Gummireifen auf Chromfelgen, Türgriffe bemalt. Hier dieses kleine rote Symbol hier oder das Blinker vielleicht sogar auch. Hinten die ganze Lichtanlage ist bemalt. Der Auspuff ist verchromt. Das ist alles sehr, sehr schick. Mag ich. Bisschen störend ist hier dieses Pinloch in der Tür. Das ist später für den Bot-Modus, ist optisch etwas ablenkend. Und wir haben, kommt auf der Kamera nicht ganz so gut rüber, aber auch hier wieder unterschiedliche Weißtöne. Hier hinten das Weiß ist etwas gelblicher, auch hier auf der Klappe, als das, was wir hier auf dem Dach haben. Also minimal allerdings, muss ich sagen. Also es fällt hier unter meinem harten Licht, fällt es mir auf. So normal unter normaler Vitrinenbeleuchtung, denke ich, wird das schon passen. Schönes Ding, gefällt mir sehr, sehr gut. Rollt auch vernünftig. Hat ein bisschen Probleme beim Zusammenhalt, insofern, dass hier unten diese Klappen, die sollen eigentlich hier, ne, hier ist so ein kleiner Pin und da ist das Gegenstück, die sollen hier eigentlich ne, rein, aber das hält nicht so hundertprozentig, weil der Pin einfach zu kurz ist. Sie fallen aber nicht runter, von daher ist das okay. Und ich habe hier an der Seite das Problem, dass die Tür hier manchmal aus der Verankerung springt. Das Spaltmaß ist ein bisschen groß, aber ansonsten, denke ich, passt das schon. Er hat ein paar Features. Wir haben zum einen hier die Lampen, die wir rausklappen können. Die war auf der ersten, die war als hier ausgepackt, etwas verklemmt. Nach der ersten Transformation war es dann okay. Das ist soweit schick und wir haben Türen, die wir öffnen können. Zum einen, ich nehme dafür mal den Spudger einfach, weil ich dann leichter drunter komme dann damit, sagt er und schafft es dann trotzdem nicht. Haben wir hier die Türen, die man normal öffnen kann. Da muss man ein bisschen gucken, wenn man die hier zieht, dann verkantet die hier vorne so ein bisschen. Das liegt daran, dass wir hier ein Doppelscharnier haben und dann kann man die Tür hier so rausziehen und dann hier so anlehnen, dass das aussieht, ne, als wäre es vernünftig geöffnet. Wir haben kein Cockpit da drin oder so, bin ich aber ganz dankbar für, weil ich brauche das nicht und das macht die Figur immer nur unnötig kompliziert. Und wir haben zusätzlich das, was ja eigentlich alle Omnibots haben, haben wir diesen Angriffsmodus noch mit dabei. Das heißt, hier unten seht ihr diesen kleinen Stift, ne, da wird die Tür mit so einem C-Clip wird da eingepinnt. Dann kann man sie hier runterklappen, die Waffe nach vorne schieben und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Mal gucken, ob wir es hier ohne Spudger hinbekommen. Tür auf und ne, die ist halt hier hinten arretiert und hier vorne ist noch ein Stift. Ein ganz kurzer, zack. Und dann zieht man das hier raus, Waffen raus. Und dann haben wir hier den Angriffsmodus. Der ist nicht ganz so elaboriert wie beim Fio Ravanti. Da sah das schon ein bisschen spektakulärer aus. Aber es ist okay, sie haben es mit eingebaut. Es gehört auf jeden Fall als Gimmick des Charakters mit dazu. Und ich sag mal, der Zugang ist nicht über die Maßen simpel, aber es funktioniert. Für die Verwandlung klappen wir erstmal hier die Paneele nach draußen. Ne? Einmal öffnen, zweimal öffnen. Erst wollen sie nicht rein, jetzt wollen sie nicht raus. Ziehen das hier mal lang, muss gucken. Die sind hier an der Seite, sind die noch eingesteckt. Also ein bisschen nach außen drücken die Tür. Und dann hüpfen die da raus. Auf der anderen Seite geht es dann entsprechend leichter. Hier drinnen haben wir zwei Klappen. Die bringen wir schon einmal hier nach innen. Ziemlich glatt. Aber man kommt dran. Und dann ziehen wir das Fahrzeug. Die Lichter können wir runterklappen. Das stört nicht, aber sollte eigentlich nicht sein an der Stelle. Dann ziehen wir das Ganze einmal hier nach unten und können die Beine dann einmal hier nach vorne langziehen und die Füße hier in der Mitte trennen. Hier oben am Kotflügel ist das Ganze einmal arretiert. Das heißt, ihr zieht das hier raus und dann geht der ganze Fuß hier auf so einem Doppelscharnier entsprechend nach unten und dann nehmen wir hier diese Klappe, schwingen das einmal hier rum. Dann haben wir hier den Stift, der kommt hier in diesen Schlitz. Und gucken, dass man das trifft. Die Klappe verrutscht ganz gerne mal. So, und dann gibt das so eine abgeschlossene Box und dann haben wir hier so einen Haken. Der geht dann hier entsprechend dahinter. Zack, zack. Und schließt unseren Fuß hier an der Stelle ab. Wir machen das hier nochmal, weil es doch relativ schnell geht. Wir ziehen einmal hier das Ding raus und dann falten wir das einmal hier zu einer Box. Erster Schritt, gucken, dass die Klappe gerade ist. Na, gehst du da rein. Zack, zweiter Schritt und dann einmal hier hinten hinterhaken.
So. Und damit sind beide Füße fertig. Als nächstes klappen wir hier die Türen auf und ziehen die einmal hier aus der Arretierung. Machen das auf beiden Seiten, damit das Heck sich hier ein bisschen löst. Und dann können wir hier oben die Arretierung lösen. Das ist hier auf so einem Doppelarm, der geht so schräg nach vorne. Dann machen wir hier nochmal einmal dearretieren, das Ganze hier nach vorne. Und dann haben wir hier die Arme, die sind hier nur so eingehangen. Das kann man schon mal lösen, dass wir hier ein bisschen Spielraum haben. Auf der Seite machen wir das Gleiche. Und jetzt kommt diese ja, sehr seltsame Konstruktion hier an den Türen. Und das komplett nachzuvollziehen, ist gar nicht so einfach. Wir klappen erst einmal die Tür hier nach oben, schwingen dann den ganzen Kram hier zur Seite. Wichtig ist, dass diese Platten hier aus dem Weg kommen. Wir machen das nochmal, die Tür hier auf dem Gelenk nach oben und das zur Seite. Denn jetzt müssen wir, hier ist die Hüfte, und die müssen wir jetzt da raus manövrieren. Dafür brauchen wir hier zwischen einfach den Platz. Das heißt, wir ziehen jetzt das Ganze, ne? Wir haben hier ein Gelenk und hier. Das heißt, wir können jetzt erstmal gucken, dass wir die Hüfte hier unten drunter rausbekommen. Ist leider sehr, sehr eng. Na, gucken, dass wir die Beine hier schon mal so ein bisschen schräg legen. Dann können wir hier so ein bisschen ziehen. Oh, fühlt sich nicht gut an. Jetzt ist es rübergesprungen. Und jetzt kann man es von der Seite auch besser sehen, was ich hier eigentlich tue. Wir haben nämlich hier das Gelenk. Und parallel bewegen sich die Beine nach hinten. Und dann kann man das hier, ne, sieht man so ungefähr, wo das hingehört. Haben wir hier so eine Linie, an der wir das Ganze ausrichten. Und dann machen wir die Beine hier nach unten gerade. Jetzt müssen wir die Türen in die richtige Position kriegen. Das ist übrigens in der Anleitung komplett anders beschrieben. In der Anleitung werden nämlich die Türen hier an die Seite gelegt und finden hier in dem Backpack überhaupt nicht statt. Das geht gar nicht. Also wenn man diese Anleitung da gebaut hat, keine Ahnung. Selbst das offizielle Transformationsvideo von Xtrendspots zeigt das nicht so, sondern zeigt das so, wie ihr es jetzt hier bei mir seht. Das heißt, hier diese Klappe geht nach unten, das alles hier geht nach innen. Und dann haben wir hier, seht ihr hier, dieses quadratische Teil. Und dann ist alles schwarz. Ja, jetzt kann man es ganz gut sehen, was da gerade so leuchtet. Diese Aussparung. Ne, da muss die im Prinzip die Tür dann rein. Das heißt, wir nehmen jetzt hier dieses ganze Ding, ne, und bringen jetzt hier, das muss ganz nach innen, und dann die Tür hier drauf. Ist gar nicht so einfach zu greifen. Jetzt ist es übergesprungen. Ne, dass die Tür dann möglichst, also das hier sollte die Seite ausfüllen und die Tür sollte dann hier hinten möglichst flach und gerade und möglichst weit nach innen liegen, denn dieses Ding brauchen wir hinterher fürs Backpack. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich, hier innen drin sind diese kleinen schwarzen Teile, die können wir nach unten klappen. Wir machen es hier nochmal, weil es ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Ich persönlich bin mir selber nicht sicher, ob die Schritte immer in der richtigen Reihenfolge sind. Wir versuchen es aber nochmal. Wir klappen jetzt hier das Ganze nochmal in die Richtung, dass diese schwarze Klappe die Seite ausfüllt, bringen das alles hier nach innen. Und dann haben wir hier die Tür, die muss auf die Klappe drauf. Ist es eingerastet? Ja, hier ist nicht ganz so eindeutig das Klick, aber es ist ein total unintuitiver Schritt. Und auch dieses Teil hier soll halt hier die Seite ausfüllen, schwingt aber durch, weil da kein Stopper drin ist. Dann haben wir es hier auf der Seite, haben wir das nochmal. Aber so in etwa sollte es dann als Vorbereitung fürs Backpack aussehen. Zieht jetzt die Arme hier, ne, an dem weißen Schultergelenk nach unten. Könnt ihr im Prinzip hier schon mal langziehen, damit ihr ein bisschen mehr seht, was ihr tut. Und jetzt drehen wir die Schulter, ne, dass diese Aussparung hier, dieses Dreieck nach unten zeigt. Drehen wir das Ganze hier hin und bringen den Arm erstmal nach vorne und aus dem Weg. Wir machen es hier nochmal. Arm rausziehen, auch ruhig schon mal lang machen. Zack, zack. Und dann drehen wir die Schulter hier rum und bringen das Ganze hier nach unten. Und jetzt kümmern wir uns um das Dach. Das hat sich hier schon ausgehakt. Ich mache das kurz zurück. Wir haken das nämlich hier aus und bringen das jetzt hier auf diesem Gelenk nach oben und falten das einmal hier aufs Dach. Und dann haben wir hier diese Armatur, kann man der Länge nach rausziehen. Die ist hier leicht eingehakt, ne, habt ihr gehört? Zack, zack. Und dann zieht man die hier nach oben. Hier sind auch, kann man das sehen? Ja. Ne, hier sind auch so Haken. Die sind aber so eng, dass ich das Backpack nicht bis dahin reinbekomme. Deswegen, ich habe mich noch nicht getraut, so feste zu ziehen, dass es irgendwann klickt. Ich lasse das jetzt so, weil ich habe einfach Angst, dass es dann vielleicht doch irgendwie einen Schritt zu weit geht und dann ist es kaputt. Wir haben hier die chromfarbenen Waffen. Die bringen wir nach draußen. Die können wir auch hier schon einmal nach vorne schieben. Ist auf der Seite ziemlich fest. Aber auf der anderen war es etwas geschmeidiger. Zack, da ist es. Und jetzt haben wir hier den Kopf. Der ist hier so auf einer Platte mit diesem Dreieck nach da vorne. Ne? Schieben wir das Ganze hier bis zum Anschlag vor. Und jetzt nehmen wir das ganze Backpack, bringen das hier nach hinten. Die Arme müssen hier komplett aus dem Weg sein. Ne? Also hier diese weißen Schulterteile, dass ich das hier reinlegen kann. Jetzt nehmen wir das ganze Ding, schieben das hier hinter den Kopf. Und jetzt gilt es, das Backpack zu arretieren. Und das ist das größte Problem bei dieser Figur, denn das ist alles nicht so richtig dolle. Wir haben diesen Stift hier, diesen da, der muss da in die Mitte, in das Loch. Und parallel haben wir hier so zwei kleine Haken an dem Stoßfänger, die müssen hier in die Türen.
Das Einfachste ist, dass man es hier mit ansetzt, dann wieder so ein bisschen nach vorne schiebt. Das läuft ja alles hier über diese Slider. Versucht das Ding da zu treffen, dass es zumindest grob sich schon mal in die richtige Richtung setzt. Und anschließend arretiert man hier hinten die Türen. Ich finde das alles nicht cool, muss ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier, ich glaube, die Dinger müssen hier runter. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also diese Armatur ist unfassbar schlecht. Also in der Anleitung sowieso nicht richtig beschrieben, aber auch in dem Video von XTB ist es nicht so richtig nachvollziehbar, was da in welcher Reihenfolge gehört. Aber das sieht jetzt eigentlich, bis auf die Tatsache, dass hier hinten das überhaupt nicht gleichmäßig ausgerichtet ist. Geht aber jetzt hier auch nicht runter. Also das Backpack ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich muss jetzt wirklich nochmal gucken, was hier falsch gelaufen ist. Hier sieht es, auf der Seite sieht es eigentlich, könnt ihr das überhaupt sehen, das ist alles schwarz und weiß, das ist von meiner Kamera echt eine Herausforderung. Hier sieht es eigentlich gut aus. Hier ist das Teil verrutscht. Jetzt, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Jetzt drücken wir das Ganze hier nochmal rein und gucken, ob wir die Türen jetzt besser da arretiert bekommen. Einmal, zweimal, ja. Scheint besser zu sein. Also das scheint so der finale Aufbau zu sein. Aber ja, es ist weder eindeutig noch gut, noch macht es Spaß. Klassisch Extreme Sports. Dann haben wir noch die Arme. Wir haben einmal hier dieses Teil. Das geht jetzt hier wieder nach hinten. Und die Scheibe könnte so ein bisschen ranklappen, dass das alles etwas komprimierter ist. Und hier auf der Seite haben wir diese Klappe. Die bringen wir hier einmal rum. Und die Hand drehen wir um 180 Grad nach vorne. Wir wiederholen das auf der anderen Seite. Das Teil runter, die Scheibe flach anlegen. Den Teil rum und die Hand drehen. Und dann seid ihr mit Yaguchi, wenn das alles hier so einigermaßen seine Form gefunden hat, das Backpack ist schon wieder locker hier, ach, egal, richten wir gleich in seinem Bot-Modus, so im Groben zumindest, fertig. Und da haben wir ihn ausgerüstet mit seiner kleinen Handpistole, die geht übrigens wunderbar in die Hand, das passt. Und so vom Look her finde ich ihn auch gar nicht verkehrt. Ich mag die ganze weiße Lackierung, kommt jetzt gut. Jetzt haben wir zusätzliche Akzente mit dem Gold und dem Rot. Ne, hier auf den Armen sieht man jetzt gerade in der Pose nicht so gut. Aber hier, das ist toll. Auf der Hüfte, das sieht gut aus. Also ist schon spannend anzuschauen, auch mit den Chromwaffen hier an der Seite. Das ist alles schick. Technisch ist es aber... weiß ich nicht. Also das Backpack ist eine Katastrophe. Zum einen finde ich, eine Anleitung zu machen, die eine Figur anders beschreibt, als sie am Ende aussieht, finde ich, also ich weiß nicht, ob die da im Designprozess nochmal sich umorientiert haben, gemerkt haben, nee, das mit dem Seitenpanel, das funktioniert nicht so gut. Wir rasten die Türen dann doch lieber hinten ein. Weiß ich nicht, führt aber auch dazu, ne, wenn man jetzt hier guckt, ist halt einfach hier nicht mehr richtig viel. Das sieht sehr unfertig aus. Und vor allem das Backpack hält nicht. Also du kommst ganz leicht dran, dann geht die erste Tür schon aus der Verankerung. Also da bist du, während du das Ding posierst, jetzt für die Fotos habe ich das wieder gemerkt, bist du die ganze Zeit eigentlich nur am Nachjustieren und richtig packen kannst du den Bot eigentlich nur an der Hüfte. Und selbst da ist es, weiß ich nicht, auch nicht so richtig tolle, weil man auch nicht so richtig weiß, wie es auszurichten ist. Hier ist immer auch so eine Lücke drin. Ne, man denkt immer, man hat hier eine Beuge drin, aber so richtig nach vorne funktioniert die auch nicht. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und auch designtechnische Sachen, wie dass die Füße hier so weit hinten raushängen. Ich weiß nicht, ob das zu den Omnibot-Charakterdesign dazugehört. Dadurch, dass sie nie im Cartoon waren, ist das ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber ja, unterm Strich bin ich nicht so begeistert, auch wie die Schulterkonstruktion hier wieder aussieht. Das hat ExtremeSport einfach nicht raus. Die sind immer sehr, sehr dünn, die Schultern. Und auch hier die Gelenke nicht so gut aufeinander abgestimmt. Die Finger finde ich zu lang. Nee. Augen finde ich zu groß am Kopf. Also unterm Strich bin ich nicht gerade begeistert. Er ist so von der Lackierung und so, ist er schön. Er ist dann auch, wenn er einmal fertig ist, eigentlich recht stabil. Das Einzige, was bei mir wirklich zu locker ist, ist hier dieses Butterfly-Schultergelenk, was leider ein Pin ist. Und das heißt, du kannst daran nichts großartig verändern. Und auch hier das Gelenk ist nicht so doll. Die Beine fühlen sich toll an. Das ist alles schön stabil. Die sind auch schön schwer. Generell hat er ein gutes Gewicht, auch einen guten Schwerpunkt. Also er ist leicht zu posieren. Das ist auch so eine Nummer, die mich nervt. Der Kopf rutscht ständig nach hinten. Das heißt, der rastet hier auch nicht richtig ein. Und du kommst halt aufgrund dieses Backpacks nicht richtig dran. Und wenn du dahinter greifst, dann löst sich hier wieder das Backpack. Und ach, nee. Tut mir leid. Also, ich hatte gerne eine Menge Spaß mit dem ersten der Omnibots. Den hole ich hier nochmal dazu. Den ich auch immer noch deutlich besser finde. Der hat viel mehr Laune gemacht. Und der hat mich ja tatsächlich dazu überzeugt, ihn zu behalten, obwohl ich ihn gar nicht kaufen wollte und überhaupt in dieses Trio hier einzusteigen. Der zweite hier, Yaguchi ist jetzt so ein bisschen so ein Downer, aber ich denke, unterm Strich als Trio wird das dann trotzdem funktionieren. Richtig begeistert bin ich von dem Ding definitiv nicht. Der Kopf sitzt auf einem Scharnier, geht ein bisschen rauf, ein bisschen runter, keine Neigung, dafür eine Rotation. Und du kommst halt nicht gut dran aufgrund des Backpacks, was du dann ständig löst. Und das nervt. Dann haben wir die Schultern generell. Wir haben hier ein kleines Scharnier, das ist eigentlich für die Transformation. Das hier ist das eigentliche Schultergelenk. Wenn man das beides zusammen benutzt, geht es minimal mehr als 90 Grad nach draußen. Wir haben hier das Butterfly-Gelenk. Nach hinten geht da mehr als nach vorne.
gerade nach vorne ist auch so, du hast hier die Reichweite und dann willst du die Schulter einsetzen und dann drückt das Schultergelenk, drückt das Ganze wieder nach hinten, weil du am Torso hängen bleibst. Das ist einfach nicht durchdacht. Sorry, tut mir leid. Dann haben wir die Oberarmrotation. Die funktioniert, doppeltes Gelenk am Ellenbogen, volle Reichweite, das ist schick. Das ist auch so ein Designmerkmal, was mich irgendwie aufregt. Hier dieser riesen Pin, der da raushängt, diese riesen Brücke, aber gut. Die Hand ist zwar nicht schön, aber ist ziemlich beweglich. Wir haben eine Neigung am Handgelenk, hauptsächlich nach außen, nach innen ist es halt ein bisschen blockiert. Der Daumen ist hier nur auf einem Scharnier, das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie hoch runter bewegen, kannst ihn nur aufmachen. Und die Finger sind generell auch nur auf einem Scharnier, sind dauerhaft angekrümmt, lediglich der Zeigefinger ist nochmal separat beweglich. Aber auch der lässt sich nicht strecken. Auch das nicht richtig zu Ende gedacht. Dann haben wir keine Beuge, auch wenn man das Gefühl hat, man müsste eine haben. Aber es ist hier zwar so ein bisschen Spiel drin, aber ich glaube, das ist mehr ein Transformationsgelenk als alles andere. Die Hüfte dafür, wenn das Backpack nicht im Weg ist, geht dafür sehr, sehr weit nach oben. Das ist wirklich cool, auch weit nach hinten. Also die Reichweiten hier, die sind alle wirklich gut. Ne, auch hier ganz nach außen, das ist toll. Also der gesamte untere Teil gefällt mir deutlich besser als der obere. Rotation am Oberschenkel klappt. Wir haben das Knie. Doppeltes Gelenk, bisschen mehr als 90 Grad. Kleines Detail übrigens, hier vorne auf der Motorhaube ist so ein Teil, das kann man theoretisch rumdrehen. Hier gehört ja eigentlich das Autobot-Symbol drauf. Finde ich cool von den Alt-Mode. Das Problem ist, dass hier hinter ist das Bein irgendwie im Weg. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt man das zusammenschiebt, ob es dann geht. Nee, dann ist es ja noch mehr blockiert. Also auch wieder sowas ist dabei, aber richtig benutzen kannst du es nicht. Verstehe ich nicht sowas. Und dann haben wir noch den Fuß. Der ist zwar nicht sonderlich elegant, aber hat schöne Reichweiten, geht weit nach oben, geht hier auf dem Doppelscharnier auch ein bisschen hakelig, aber geht da auch nach unten und lässt sich, ich sag mal, ordentlich ankippen. Für die meisten Posen wird es reichen. Also Beweglichkeit ist definitiv eher die Stärke der Figur, auch wenn nicht alles davon wirklich elegant ist. Du hast tolle Reichweiten dabei, die Gelenkqualität ist mit Ausnahme der Schultern eigentlich auch durchgehend gut und aufgrund des Gewichts in den Beinen, des niedrigen Schwerpunktes, kann man wirklich dynamische Posen rausholen. Das macht eine Menge Spaß, solange man das Backpack hinterher wieder einhängt, was eigentlich immer rausflutscht. Fazit, leider ist Yaguchi ein ziemlich typisches X-Transports-Produkt. Sieht gut aus, fühlt sich gut an und in dem Moment, wo du anfängst, damit rumzuhantieren, merkst du, dass sie doch arge technische Defizite haben und einfach nicht wissen, wie man eine Figur baut, die Spaß macht. Diese Figur macht keinen Spaß. Wenn sie einmal in Pose steht, sieht sie im Schrank toll aus. So Sachen wie, dass das Zubehör gut funktioniert, der Alt-Mode generell Spaß macht mit ein paar Features, die auch in sich ganz gut sind und der Bot gut posierbar ist von den Reichweiten der Gelenke her. Das sind alles Pluspunkte, aber das Hantieren mit der Figur macht so wenig Freude, dass es wirklich hauptsächlich darum geht, in die Pose, in den Schrank und dann möglichst nie wieder anfassen, sondern nur noch angucken. Und da muss ich sagen, das hat selbst X-Transports schon besser hingekriegt. Der Vorgänger aus der Reihe, der Fiora Vanti, war so ein Beispiel. Aber das hier ist hier wieder so ein Sturz zurück in alte X-Transports-Gefilde. Das können sie definitiv besser. Es ist kein Totalausfall, aber Freude macht er nicht. Richtig gut technisch ist er auch nicht. Das Backpack ist eigentlich eine Beleidigung, wie ich finde. Das ist weder die Anleitung bildet es richtig ab, noch das, wie man es dann per Video machen soll, funktioniert so richtig. Sodass es unterm Strich von meiner Seite eigentlich keine wirkliche Empfehlung gibt. Wenn man jetzt bei den Omnibots eingestiegen ist, bei X-Transports, dann kann man hier, glaube ich, weitermachen. Es ist jetzt kein totaler Ausfall und ich bin mir sehr sicher, dass wir keine anderen Omnibots in diesem Maßstab kriegen werden auf absehbare Zeit. Aber man sollte hier nicht allzu viel erwarten, ist definitiv eher ein schwächeres Produkt von X-Transports. Soweit mein Video zum X-Transports Yaguchi. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne diesen Kanal und checkt meine anderen Videos rund um X-Transports hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.